Entschuldigung bitten für die Verzögerung. Wir veranstalten in Zeiten von Corona. Das haben Sie gemerkt, das wissen Sie. Das Contact Tracing geht einfach immer länger, als man sich gedacht hat. Aber wenn wir jetzt sagen, wir fangen eine Viertelstunde später an, dann würden Sie auch erst später, Viertelstunde später kommen. Dann wäre das Problem wieder genau gleich. Also, warum ich mich besonders freue, ist, weil das ist eigentlich so unser Saisonstart. Das ist die erste Veranstaltung, die wir jetzt machen, nach der Sommerpause. Normalerweise fangen wir so am 1. September oder 2. September fangen wir ein bisschen früher an. Es gibt auch weniger Veranstaltungen, aber es ist schön, dass Sie hier sind. Sie haben gesehen, es gibt eine Kamera, die diese Veranstaltung aufnimmt. Es wird sogenannt live gestreamt. Sie können das auch später zu Hause nochmal ansehen, sich anhören, und die Leute zu Hause können das jetzt mitverfolgen. Es gibt auch Leute, die dann sich Fragen ausdenken können zu dem Gespräch, das wir haben, an Peter Schneider. Und wenn Sie wollen, können wir auch dann, selbstverständlich können Sie auch am Schluss Fragen stellen zum Gespräch oder zu Herrn Schneider. Wir können aber kein Mikrofon herumreichen, weil wir müssen so eine Folie drüber, und nach jedem Gesprächsbeitrag müssen wir die Folie wieder abziehen und neu machen. Es nimmt einfach Formen an, die nicht mehr ganz gemütlich sind. Also wer also im Anschluss daran eine gute Stimme hat, der kann aufstehen und die Frage stellen, oder er kommt einfach nach vorne, oder? Gott. Nicht zu nah. Danke. Also, und damit komme ich zum eigentlichen Anlass, zum Thema. Wir haben Sie eingeladen zu einer Buchvernissage eines Buches von Peter Schneider. Das heißt Normal, gestört, verrückt, über Besonderheiten psychiatrischer Diagnosen. Ich weiß nicht, woher Sie Peter Schneider kennen. Ich kenne ihn als Stimme Philip Maloney. Nein, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen duzen wir uns auch, das wäre auch normal. Es gibt solche Sendungen oder solche Formate, wo man sich dann künstlich sieht, oder? Ja, es gibt vielleicht auch andere, wo man sich vorher sieht, nur in der Sendung duzt und dann wieder sieht. Das gibt's vielleicht auch. Ja. Gut. Wir finden das normal, wenn man sich im Alltag und sonst duzt, dass man sich auch an einer Veranstaltung duzt, das wäre normal. Und eine andere Norm wäre dann eigentlich gestört oder verrückt. Gut. Peter hat mir im Vorfeld gesagt, du kannst es auch korrigieren, dass der Verlag, glaube ich, vorgeschlagen hat, auf den Umschlag dann zu schreiben, Herr Schneider erklärt auf Unterarzt. Nicht auf den Umschlag, das ist Gott sei Dank schon weg. Es war in der Online-Verlagsankündigung. Peter Schneider erklärt auf unterhaltsame Weise die Besonderheiten psychiatrischer Diagnosen. Gut. Ich habe das Buch gelesen. Ich fand es sehr unterhaltsam, aber auch sehr informativ. Und ich hoffe, dass Sie nach unserem Gespräch dann auch Lust haben, das Buch zu lesen. Es ist eine Buchvernissage. Und wir sind uns nicht zu schade, darauf aufmerksam zu machen, dass das Buch gefälligst erworben werden, käuflich erworben werden könnte. Gut, jetzt machen wir auf Ernst, oder? Ja, ich muss dich nicht vorstellen, Peter, was du alles machst, woher dich die Leute kennen, was deine verschiedenen Kompetenzen und deine Tätigkeiten sind.
Aber jetzt, was dieses Buch betrifft, normal, gestört, verrückt, was war eigentlich dein, was ist dein Motiv gewesen oder was ist deine Rolle? Was ist dein, was, aus welcher Perspektive hast du dieses Buch geschrieben? Ist das ein Ratgeber oder ist das ein? Also ein Ratgeber ist es sicher nicht, aber man kann was draus lernen schon, nämlich auch ein entspannteres Verhältnis zu psychiatrischen Diagnosen zu bekommen. Also ich glaube, das wäre sozusagen die Dienstleistungsfunktion. Und ansonsten hat es, ja, ich weiß nicht, es hat vielleicht auch einen biografischen Hintergrund. Also ich arbeite seit 30 Jahren, glaube ich, ein bisschen länger als Psychoanalytiker. Und als Psychoanalytiker ist man sehr nicht gewohnt, oder war man damals sehr nicht gewohnt, in diagnostischen Kategorien zu denken, außer so grob, also dass man sagt, das ist ein typischer Zwängler oder keine Ahnung, oder Psychotiker soll man nicht auf die Couch legen. Also so, so Handgelenk mal Pi, Ratschläge. Aber ich weiß noch die Zeit, wo man von ICD so gesprochen hat, ja, ich weiß auch nicht, was das wieder für neumodischen Kram, mit dem wir uns Gott sei Dank nicht beschäftigen müssen, gibt. Kannst du kurz sagen, was ICD ist? International Classification of Diseases. Und da gibt es dann eben ein Unterkapitel, was dann meistens noch als separates Büchlein verkauft wird, eben mit den psychiatrischen Diagnosen. Also da ICD ist eigentlich alles, was Sie an Krankheiten haben, können sozusagen der diagnostische Schrembel. Und eben mit der Zeit ist es dann eben auch mehr und mehr in die Psychoanalyse eingesickert oder bei denen die mehr mit den Krankenkassen abrechnen, da ist Diagnostik eben in dem Sinne sehr normal geworden. Und wenn man sich dann damit beschäftigen muss oder wenn man auch von Patienten die Frage zum Beispiel hört, die mich immer sehr belustigt hat und die ich unfreiwillig komisch gefunden habe, aber man versteht besser, warum man's, wenn man diese Frage hört zum Beispiel, bin ich etwa depressiv? Dann denke ich immer, ja, das müssen Sie doch wissen. Also ich meine, wenn man zum somatischen Mediziner geht und ich hatte mal Rücken, ich habe immer Rückenschmerzen, aber ich hatte einmal Rückenschmerzen, gedacht, diese blöden Rückenschmerzen, und das war dann eine Nierenkolik, die dann aber schließlich keinen Befund in Form eines Nierensteines oder so hatte. Also da macht es Sinn, dass man sagt, es tut da weh, und dann fragt die Ärztin, ja, und beim Pinkeln haben sie, na, nicht so, aber machen wir mal einen Ultraschall. Und wenn jemand fragt, bin ich depressiv? Ja, was soll man dann sagen? Fühlen Sie sich depressiv? Nicht, und dann mit ICD oder DSM-5 Diagnostic Manual, Statistik Manual, danke. Dann kann man natürlich sagen, ja, da müssen Sie dann danach, oder ich schaue für Sie nach, oder wer immer nachschaut, wenn Sie 3 Symptome über eine Zeit von so und so haben, haben Sie eine leichte, bei so und so viel eine mittlere, und bei, ich glaube, es sind sind 7 Symptome für eine Major Depression. Sind Sie so Sachen, weiß ich dann auch gar nicht so genau, dann erfüllen Sie die Kriterien psychiatrischen Diagnose Depression. Du wolltest noch was nachhaken? Nein. Na gut. Und das hat mich dann mehr und mehr in verschiedenen Zusammenhängen interessiert. Also zum einen ist es eben ja so, dass mit das ICD und DSM, die haben immer verschiedene Auflagen, und mit DSM-3 und mit, ich glaube, ICD-9 gab es keine Ätiologie mehr zugehörig zur Diagnose. Das heißt also, sie haben keine Beschreibung mehr der Krankheitsentstehung. Es wird rein symptomatisch beschrieben.
Das hat seine guten Gründe. Also man wollte die Diagnosen zum Beispiel schulunabhängig von psychiatrischen oder psychoanalytischen und sonst was Diagnosen machen, also vergleichbar machen. Und man hat dann, man macht das immer noch, also so eine Art demokratisches Verfahren oder eine demokratische Vernehmlassung unter Praktikern und Praktikerinnen, die meinen, es macht Sinn, diese Symptome zu einer eigenen diagnostischen Kategorie zuzuordnen. Und dann gibt es eben Ausschlusskriterien und dann gibt es Komorbiditäten. Das ist auch ein Problem. Also, dass jemand zwei Dings hat. Also das ist für einen Psychoanalytiker Zwei Dingens. Also das ist für einen Psychoanalytiker eben auch ungewohnt, weil wenn man im Erstgespräch fragt, ja, was bringt sie denn so her? Ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie immer so winzig und klein und alle anderen überlegen und außerdem habe ich muss ich mir immer jetzt gerade mit Corona besonders oft die Hände oder dann kommt irgendeine Geschichte von irgendwas. Und da ist mein Denken jetzt nicht, ja gut, das ist eine Zwangsstörung mit einer komorbiden Angststörung oder sonst was, sondern das ist gewissermaßen ein Paket, wo es dann auch für mich keinen Sinn macht, weil ich mache dann ja nichts Besonderes. Also ob der jetzt das oder das hat, wir reden einfach miteinander und versuchen ein bisschen mehr rauszufinden. Also es ist eben nicht so, wie wenn man Läuse hat und hohen Blutdruck, da muss man Anti-Laus-Mittel nehmen und muss man Blutdrucksenker nehmen. Aber für einen Psychoanalytiker macht man nicht eine angstlösende Deutung und anschließend noch eine selbstwertaufbauende Deutung. Das ist ein Paket. Aber was ich da mit der Zeit gedacht habe, ist mir selber auf den Wecker gegangen, sagen wir mal, diese psychoanalytische Hybris. Ja, wir haben da nichts mit zu tun und wir machen das alles noch so und höchstens für die Krankenkasse, da muss man ja. Sondern es hat mich angefangen zu interessieren und das eben auch ernst zu nehmen, wie eigentlich psychiatrische Diagnosen entstehen, wie sie sich verändern und was diese Kategorien überhaupt bedeuten, wenn der Inhalt irgendwie geblackboxed ist. Also eben, wenn sie keine Theorie mehr haben, dass eine Hysterie mit einer schwachen Mutter, starkem Vater und früher Reinlichkeit, also ich erfinde jetzt einfach einen Blödsinn, also wenn sie da keine Theorie mehr für haben, wie sowas typischerweise zustande kommt, sondern wenn sie nur die Symptome haben, legen sie also ein Kategorienraster über etwas, das mit durch das Kategorienraster bestimmt ist. Ich meine, Sie könnten auch andere Symptome zu einer diagnostischen Kategorie zusammenfügen. Manche wären ein bisschen blöder, manche sind irgendwie zwingender aus der psychiatrischen Praxis. Und eben das hat mich interessiert, was machen die Kategorien mit den Menschen? Auch unter dem Gesichtspunkt nicht immer den ewigen Blabla, ja, stigmatisiert einen, wir wollen uns nicht kategorisieren lassen und jeder ist doch ein Mönch für sich. Also all das war mir irgendwie zu blöd, sondern ich wollte sagen, wie gleichzeitig von innen und außen einen teilnehmenden Blick auf diese Kategorien, auf dieses Diagnostizieren und auch auf die Veränderungen der Diagnosen werfen. Und dann kommt man schnell auf Fragen des sozialen Konstruktivismus. Also manche sagen dann Burnout, das haben die nur erfunden, damit die Manager nicht mit Depression stigmatisiert. Ist das eine typische Erfindung oder soziale Phobie? Sind schüchterne Menschen, für die man jetzt zufälligerweise Medikament hat. Und weil man Medikament hat, macht man draus eine Störung. Das mag in Teilen stimmen, aber dahinter stecken Mechanismen, die interessant sind zu beobachten, ohne immer
gerade zu schreien, ja, die Pharmaindustrie oder die iPads machen unsere Kinder krank und ADHS gibt es gar nicht, sondern das eben mal so ernst nehmen. Ich habe es mit der Theologie beschrieben. Also man kann sehr wohl als Ungläubiger zu einem Stamm oder auch zu den Katholiken oder den Juden oder sonst was gehen und sich die Logik anschauen. Also warum ist das so? Warum soll man koscher essen? Warum soll man bis Karfreitag fasten? Nee, oder andersrum? Keine Ahnung. Also Karfreitag. Ja. Also, ab Karfreitag. Bitte? Ab Karfreitag. Ab Karfreitag, Entschuldigung. Bis Ostern. Okay. Ich weiß auch, warum ich mir das jetzt nicht gemerkt habe. Also das, was Ethnologen auch machen. Also wenn Ethnologen zu einem fremden Stamm oder Wissenschaftsforscher in ein Labor gehen, dann gucken die sich an, wie das da läuft. Und man kann nicht Ethnologe werden, wenn man zum Beispiel missionarischer Atheist ist. Also man kann nicht den Zusammenhang zwischen religiösen Riten, Ackerbau und sonstigen Glauben beschreiben und verstehen, wenn man immer sagt, aber sie wissen schon, dass es keinen Gott gibt. Nicht? Das ist auch sozusagen der Haken, den ja immer diese skeptischen Atheisten machen. Sie verstehen einfach viele Sachen nicht, weil sie immer diesen platten Rationalismus drauf haben. Und das Buch ist sozusagen eine gewissermaßen ethnologische Science Studies, historische Erkundung von Diagnosen. Jetzt halte ich die Klappe erstmal wieder. Also hast du ganz im letzten Satz hast du meine Frage beantwortet und gleichzeitig drei andere Fragen auch schon beantwortet. Das macht es mir einfacher. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil. Nein. Darf ich noch eins schnell sagen? Ja. Ich hätte es auch in einem Satz sagen können. Eines meiner Lieblingsbücher ist das von Ian Hacking, der auch häufig von dem hältst du sehr viel. Von dem halte ich sehr auch, viel. Ja. Und der hat einen wunderbaren Titel für einen Band mit Aufsätzen, die heißt Historische Ontologie. Und schwieriger Begriff. Ja, den aber wenn man erklären. Das mache ich auch, aber wenn man einmal die Pointe begriffen hat, dann findet man die beiden Worte einfach schon klasse. Also Ontologie, die Lehre vom Seienden, da geht es darum, eben gibt es so etwas wie eine natürliche Ordnung des Seienden? Gibt es sozusagen natürliche Klassen von irgendwelchen Gegenständen oder wie immer? Aber in diesem Ontologie-Begriff steckt so etwas wie etwas Ewiges. Also wenn man das einmal durchgeblickt hat, dann hat man sozusagen die natürliche, die gottgegebene oder wie immer Ordnung der Dinge. Und historisch ist eigentlich ein bisschen ist der Gegensatz dazu. Mhm. Also wie kann etwas, was ewig ist, wie kann das historisch sein? Und das ist der Versuch, das eben zusammenzudenken. Also einerseits eine Ordnung mal ernst zu nehmen und zu schauen, wie die ist, was sie inkludiert, was sie ausschließt. Und zum anderen eben sie als etwas Geschichtliches zu betrachten. Das ist eigentlich in einem Satz das Ganze. Gut. Das Buch hat 18 Kapitel. Und Sie können sich vorstellen, wir haben jetzt nicht mal das erste behandelt. Das war auch nicht unsere Absicht. Wir werden nicht alle 18 Kapitel behandeln. Und zu jeder psychiatrischen Diagnose eine Ausführung von Peter erhalten. Wir werden am Schluss dann uns auf 1-2 der Kapitel oder auf 1-2 der psychiatrischen Diagnosen beschränken, weil sie besonders repräsentativ sind für unsere Zeit. Da möchte ich nochmal einen zweiten, wirklich kleinen Werbespruch für das Buch einlegen. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie nicht nur sehr vieles über diese Diagnosen erfahren, über ihre historische Gemachtheit oder Gewordenheit, sondern sie werden auch sehr viel erfahren über das Verhältnis von Krankheit, von Individuum und von Gesellschaft. Wenn wir über, was weiß ich, Schizophrenie, vorhin hast du Zwangsneurosen, Psychosen,
Depressionen, Burnouts, Autismus, ADHS sprechen. So ist dann immer die Frage, und das hast du jetzt in deinem einleitenden Votum schon ein bisschen angesprochen, gibt es die denn wirklich, diese Krankheiten? Werden die gemacht oder wie müssen wir uns das vorstellen? Eben, ich glaube, mit der Frage, ob es sie wirklich gibt, ist man in gewissem Sinne schon in der Sackgasse. Genau. Das heißt natürlich nicht, dass wenn jetzt Roche, das ist ein Beispiel von Danny Strasberg, dass das Feierabendbier-Mangelsyndrom erfinden würde und jetzt teuflisch teures Bier in Apotheken verkaufen würde, dass man da nicht sagen könnte, also das ist jetzt wirklich eine bloße Erfindung. Oder beim Eisenmangel, nicht? Da gibt es immer sinnvolle Diskussionen, ist das jetzt einfach ein Hype, um mehr Eisenmedikamente zu verkaufen, oder ist das jetzt tatsächlich so? Das Gewisse, das ist auch sicher bei psychischen Erkrankungen oder Störungen so, dass es so etwas wie eine überflüssige Pathologisierung gibt. Aber das ist nicht mein Interesse. Also das ist, glaube ich, das ist auch spektral. Also man kann sagen, also muss man jetzt die Soziophobie, muss man da jetzt unbedingt eine eigene Krankheit rausmachen? Und in der Praxis kann man auch sagen, ja nun, dann ist halt so. Oder wenn man soziophob ist, entweder überwindet man sich wahnsinnig und wird Schauspieler. Also das sind Leute, die? Die eben Angst vor sozialen Kontakten haben. Mhm. Aber es kann andererseits natürlich auch tatsächlich sehr einschränkend sein und dann macht es Sinn, das als solches ernst zu nehmen. Aber wie gesagt, das sind so praktische Fragen, die finde ich jetzt nicht besonders interessant. Man kann sich da auf eine sehr interessante Weise natürlich mit beschäftigen. Also wenn man sich mit Zulassungsverfahren über Psychopharmaka beschäftigt. Also da gibt es schon interessante Dinge herauszufinden, nur war das nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist eigentlich ein Zusammen- oder verschieden, es gibt verschiedene Arten von Zusammenspielen, wie Diagnosen im Zusammenhang mit Störungen entstehen. Es kann nämlich sein, dass die auch zusammen entstehen. Also das Beispiel ist Burnout. Das Burnout kommt historisch aus einer sehr begrenzten Störungsbeschreibung, also eben bei helfenden Berufen, dieses Ausgebranntsein. Dann ging es damit los, dass man gesagt hat, Managerkrankheit, dann kam es, ist keineswegs nur eine Managerkrankheit, das haben viele Hausfrauen auch. Dann gab es wieder die, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich bloß eine Depression. Wie zum Beispiel die ehemalige Direktorin des Burg Hölzli, wie hieß sie? Direktorin war sie nicht, Wogan? Nein, oh gut, der Name ist egal. Ich war mal an einer Veranstaltung, da hat sie gesagt, Burnout gäbe es nicht, das seien einfach Erschöpfungen. Früher sagte man dem Depressionen. Ja, das hat man heute noch. Ja. Kann man machen, natürlich. Aber es kommen dann doch neue Sachen dazu. Also, und dann geht das Hand in Hand. Da ist so ein Begriff da, den andere Leute bezweifeln. Viele, auch Betroffene, finden den dann nützlich für sich, weil sie nämlich sagen, ich bin zwar erschöpft, aber ich habe nicht diese depressive Traurigkeit. Und vor allen Dingen im Unterschied zur Depression weiß ich, woher es kommt. Ich zuck nämlich bei jedem Mail zusammen, was kommt. Also so die klassischen neueren Erzählungen, die ständige Erreichbarkeit. Es ist eine reaktive Geschichte, was man kaum noch unter den Diagnosen hat. Also es hängt eng mit der Arbeitswelt zusammen. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja, erweitern wir halt die Depression wieder ums Reaktive oder sonst was, aber da gerät das ganze System in irgendeine Schieflage und irgendwann hat es sich als sinnvoll herausgestellt, Burnout von der Depression zu unterscheiden, auch weil die Burnout-Betroffenen sich auf eine andere Art erschöpft fühlen, sagen sie selber, als die Depressiven. Was ist damit, es ist eine neue Störung in die Kategorisierung gekommen, jetzt erst im DSM, noch nicht in der ICD.
Was ist damit gewonnen? Therapeutisch? Es gibt kein Burnout-Medikament, es gibt zwar Antidepressiva, aber Antidepressiva werden auch bei Angststörungen verschrieben und man kann bei Burnout auch angstlösende plus beruhigende plus Antidepressiva nehmen. Also was fehlt, ist zum Beispiel eine spezifische Therapie. Also ganz viele Medikamente müssen off-label verordnet werden und kombiniert, aber nicht im Sinne von Läuse und Bluthochdruck, sondern so erfahrungsgemäß. Mhm. Also für die Therapie macht es nicht so wahnsinnig viel aus, obwohl natürlich die Burnout-Spezialisten jetzt was anderes behaupten würden. Aber es gibt einen Begriff, der es jetzt möglich macht, und das gehört zur Attraktivität der Diagnose, die Arbeitswelt zum Beispiel zu kritisieren. Mit gewissen Folgen, also VW, glaube ich, oder viele Konzerne haben ein Verbot von E-Mails nach 19 Uhr. Es wird popularisiert, wie heißt die Freundin von Anne Will, Ex-Freundin. Richtig, Miriam Meckel, die hat ein Buch über ihr... Bitte? Ah, so. Ich habe es gesagt, Dankeschön. Ach so, Dankeschön. Danke, Bruno. Es wird popularisiert. Es gibt auch Leute, die erkennen auf einmal, dass es nicht einfach ihr eigenes Versagen sind und denken, ich bin nicht depressiv, aber ich muss doch jetzt irgendwas tun. Und dann kommt irgendwas in Gang, was man oft irgendwie so eine Art betroffenen Advokaturen nennen kann. Also Betroffene finden sich zusammen, wenden sich gegen bestimmte Arbeitsbedingungen. Dann kriegt es eine gesellschaftliche Dimension. Man sagt also, unsere Gesellschaft mit der ständigen Erreichbarkeit, die fördert immer mehr Burnout, die macht uns krank. Kann man den Blick auch umkehren? Leben wir in einer krankmachenden Gesellschaft? Ist eine krankmachende Gesellschaft eine kranke Gesellschaft? Und schon haben Sie einen ganzen Diskurs, in dem dieser Begriff eine wichtige Position hat. Und dadurch wird dieser Begriff natürlich auch verstärkt. Irgendwann verschwindet er vielleicht auch mal wieder. Es gibt solche Krankheiten, wie es Füg-Syndrom, also wo Leute dann irgendwie 300 Kilometer entfernt aufwarten, sich wiederfanden. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, nein. Also ich glaube, das ist auf eine ganz kurze Zeit beschränkt. Vielleicht hat jemand Lust, das wieder in die Welt zu bringen. Was wieder aufgekommen ist, ist das Chronic-Fatigue-Syndrom. Also das war mal, das hatte so einen Peak und dann hat man kaum noch davon gesprochen. Dann habe ich mal wieder zum Erstaunen, glaube ich, wieder mal einen Spiegeltitel zum Chronic-Fatigue-Syndrom gelesen und gestern oder vorgestern zum Beispiel noch eine Netflix-Doku gesehen. Und das scheint sehr viele Betroffene mindestens in den USA zu geben. Warum das mal verschwunden ist, zum Beispiel in der Schweiz, oder wie das dann anders diagnostiziert worden ist, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Aber das wäre zum Beispiel eines dieser Themen. Also es gibt auch Erkrankungen, die verschwinden und wiederkommen. Gut. Da kann man sagen, es gibt auch so Mode. Du sprichst ja auch Modediagnosen oder Modekrankheiten, oder ist das dann was anderes? Ja, das ist was. Ich glaube, der Begriff der Modediagnose, auch den kann man verwenden, aber man muss sehen, dass er erstmal ein Kampfbegriff ist. Das heißt, bei Burnout hat man das auch gesagt, ist eine Modediagnose, das heißt dann schnell mal, das gibt es eigentlich gar nicht. Das haben jetzt die Leute erfunden. Man kann aber auch vielleicht eine etwas sinnvollere Vorstellung von Modediagnosen haben, und dann sind eigentlich viele Diagnosen auch Modediagnosen. Sie berühren viele Punkte persönliches Leiden, was sich an dem Begriff der Diagnose leichter festmachen lässt. Gesellschaftsdiagnosen, eben unsere Zeit wird immer burnoutiger, Diagnosen oder Anklagen über den Zusammenhang von Gesellschaft und Erkrankung und Individuum. Und das gehört eben auch zur
ganz besonders zur psychiatrischen Diagnose. Es geht fast immer nicht nur um die Verfasstheit des Individuums, sondern es geht immer um ganz, ganz viele Sachen. Nicht, dass es bei somatischen Diagnosen nicht auch der Fall sein kann. Also, ich habe heute noch darüber gesprochen, dass die Hormonisierung der Frau zum Beispiel, das war nicht selbstverständlich, dass man irgendwann angefangen hat, den Heißhunger auf Gurken, die Stimmungsschwankungen zu sagen, ja, da spielen die Hormone der Frau verrückt in der Schwangerschaft. Das ist eine bestimmte Sichtweise, die auch mit bestimmten, zum Beispiel muss man die Hormone erstmal entdeckt haben, also wenn man nicht weiß, dass es Hormone gibt, ist das schwierig. Also es gibt es auch in somatischen Diagnosen, aber zum psychiatrischen gehört es seit langem dazu. Rede ich zu lange immer? Oder? Nein, gut. Die Zeit geht einfach. Es ist die Zeit, nicht du. Wir machen jetzt ein bisschen weiter. Und wir haben uns vorgenommen, zwei Themen, das sind vor allem die Kapitel 17 und 18, die beiden letzten, die ich persönlich, das hat mich sehr interessiert, verstehe auch ein bisschen was von Autismus und von Diversität. Und wir möchten über die zwei Dinge reden. Nehmen wir zuerst den Autismus. Es hat jemand gesagt vorhin, ja, ich komme jetzt zu dieser Lesung, habe ich gesagt, es gibt keine Lesung, aber jetzt möchte ich doch was lesen aus deinem Buch. Hoffentlich, du erinnerst dich an das Zitat. Ich muss es ja nicht, du liest es ja wieder. Gut. Ich hoffe, du sagst nachher nicht, Autismus sei eine Modediagnose oder eine... Das gibt es gar nicht. Genau. Das Kapitel heißt Greta, Rain Man und die Zukunft des Autismus. Und damit ist eigentlich das Feld abgesteckt. Und das Zitat, das ich hier vorlesen möchte, heißt: Autismus gilt heute als eigenständige Form des Verhältnisses eines Subjekts zur Welt. Der Autismus, wenngleich als Entwicklungsstörung kategorisiert, wird dadurch entpsychologisiert. Wir wissen, dass die Autismusdiagnosen angestiegen sind. Autismus ist heute in aller Munde. Es gibt nicht nur Rain Man, es gibt nicht nur andere Filme, viele Bücher über Autismus. Aber was willst du eigentlich mit diesem Statement sagen? Vergessen, was du vorhast. Ich hätte gerade dich fragen sollen. Also ja. Ich lese es noch einmal. Ja, wir sind auch zwei ältere Herren. Autismus gilt heute als eigenständige Form des Verhältnisses eines Subjekts zur Welt. Ah, okay, ja, gut. Ich lese den zweiten Satz auch noch. Der Autismus, wenngleich als Entwicklungsstörung kategorisiert, wird dadurch entpsychologisiert. Der ist nämlich schwieriger, der zweite. Gut, also zunächst mal, Autismus ist eine relativ junge Diagnose. Also sie ist ziemlich genau 80 Jahre alt. Es sind zwei ältere Herren. Wir denken in anderen Zeiträumen. Ich sage jetzt nichts zur Geschichte. Und die 80er Jahre bringen eben mit Rain Man so einen Umschwung. Es gibt vorher die Geschichte, psychoanalytisch, die berühmte Kühlschrankmutter, die depressive Mutter, die abwesende Mutter, die sogar mit dem Todeswunsch gegen das Kind ausgestattet ist, schiebt das Kind oder sorgt dafür, dass das Kind aus dieser, ja, in der Psychoanalyse so bezeichneten autistischen Phase, aus der gar nie rauskommt, sondern in der
drin bleibt und dann muss man therapeutisch dafür sorgen, dass das arme Kind sozusagen seine Eierschale knackt und psychisch geboren wird. Das sind alles so psychoanalytische Versatzstücke zur Erklärung des Ganzen. Und wenn Sie sich das antun wollen, man schwankt zwischen Entsetzen und ja, so einem bitteren, unfreiwillig komischen Lachen. Der Film heißt es La Mur oder Le Mur? Ich kann kein Französisch. Die Mauer. Le Mur. Der ist immer irgendwo auf dem Internet, ist von den beteiligten Psychoanalytikern dann verboten worden. Also sie müssen den ein bisschen suchen. Also zuletzt habe ich ihn auf irgendeiner russischen Plattform gefunden. Schalten Sie lieber zwei Virenscanner ein, bevor Sie ihn runterladen. Aber es lohnt sich wirklich. Also weil der ist, glaube ich, aus den 90er Jahren oder auch ein bisschen später. Also das sind wirklich die großen psychoanalytisch orientierten Autismus-Spezialisten und es graut einem wirklich, bei manchen mehr, bei manchen weniger, einige sind noch ganz okay. Ja, ganz okay ist auch schon etwas übertrieben, aber das ist wirklich Autismus voll psychologisiert. Und dagegen, nicht, dass ich sehr für ABBA bin oder so, aber wie heißt es? Approach Behavioral Analysis. ABA. ABA, ja. Damit fängt es dann an, sich eben auch von der Psychoanalyse zu lösen. Also es werden sozusagen kleine Lerneinheiten, Kritiker sagen Dressureinheiten, gegen diesen Großerklärung, die depressive Mutter, gesetzt. Also das Ganze wird schon mal kleinräumiger und damit auch entpsychologisiert. Und dann passiert, was eben von den 80er Jahren an, was man vorher schon in der Schwulenbewegung gesehen hat, diese Aussage, die etwas sehr Befreiendes wird, es ist angeboren. I'm gay, I was born gay and, wie heißt es, stick with it or be good with it or whatever. Und diese Bewegung bildet sich eben auch bei den Autisten, teils von den Autisten selber, teils von den Eltern. Und dieser Schritt zur Neurologisierung oder Biologisierung ist für den Autismus ein großer emanzipatorischer Schritt. Sonst würde man das ja eher immer anders sehen. Also wenn Dinge biologisiert werden, denkt man oft, ja, also das ist so wie der Vaterschaftsurlaub ist nicht gut, weil die Mutter schließlich die Brüste hat. Das ist Biologie, also da ist es jetzt eine typisch reaktionäre Dings, aber den Schwulen und den Autisten hat genau das eben sehr gut getan, weil sie jetzt niemand mehr therapieren wollte. Also es ist eine Art von Lebensform geworden. Und dann mit Rain Man ist es noch sehr bizarr. Also das, Ian Hacking sagt, ein Menschen. Ist eine Menschenart. Ja. Also es sind Leute, die, obwohl sie eine biologische Kategorie sind, eben auch sich verändern, darauf reagieren. Und ein Autist von heute ist kein Autist mehr wie Rain Man und schon gar nicht ein Autist vor Rain Man. Sondern ich twittere mit einigen Autisten, ich kenne auch einige Autisten, ich habe auch mal gechattet mit sogar solchen, die nicht lautsprachlich sich äußern. Und ja, man merkt, dass auch viele der Symptome, die man für typisch autistisch gehalten hat, also nicht kommunizieren wollen, in sich zurückgezogen sein wollen, nichts mit den anderen zu tun haben wollen, dass das kompletter Blödsinn ist. Also es stimmt einfach wirklich grundsätzlich nicht, weil bei all diesen, gut, die anderen treffe ich vielleicht nicht, weil die nicht twittern oder sonst was, es geht darum, und das kann ich gut nachvollziehen, dass für Autisten eine höhere Belastung ist, direkt zu kommunizieren, also schon lautsprachlich im direkten Kontakt. Aber die können gut twittern. Jetzt habe ich mit einer erfahren, die immer sehr ironisch twittert, dass die aber meine ironischen Tweets nicht versteht. Und
Ja, da muss man sich dann einfach an das anpassen, dass da eine Asymmetrie ist. Aber man merkt, wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt und mit den neuen Möglichkeiten eben wie nur schon Zoom, obwohl das auch eine visuelle Kommunikation ist, kann entlastend sein, E-Mails erst recht, merkt man, dass ein ganz wichtiges, sozusagen das Hauptsymptom fast des Autismus, dass sich das durch eine technische Veränderung völlig erledigt hat. Also es sind natürlich noch besondere Kommunikationsformen, aber wer von uns hat nicht auch besondere Kommunikationsformen? Und ich will jetzt die Behinderung des Autismus gar nicht bagatellisieren, aber man merkt, das heißt ja jetzt Autismus-Spektrum, dass auch die Neurotypischen, die Normalen, auch irgendwie auf dem Spektrum sind. Oder dass man in manchen Symptomen des Autismus-Spektrums sogar sehr autistisch sein kann, ohne Autist zu sein, zum Beispiel. Ich glaube, wir beide sind ja auch milde. Wir beide, ja? Wir sind auch milde Autisten. Ja, also das. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Also wie zum Beispiel diese Corona-Lockdown für uns in vielen eine soziale Entlastung war. Und eben dann eben diese ganzen Serien, die jetzt laufen. Also ich meine, Rain Man, da redet ja schon keiner mehr drüber. Also Autisten sind jetzt praktisch überall. Mir hat jemand gesagt, es sei ein bisschen eine Mode wie die demenzkranken Opas, die immer aus dem Fenster steigen und die dieses oder jenes machen. Das stimmt natürlich schon, aber es heißt auch, vielleicht vergeht die Mode auch wieder und als nächstes sind die ADHSler oder keine Ahnung, darum geht es gar nicht, sondern es wird die autistische Welt, ist auf einmal, hat ganz viel von ihrer Bizarrerie verloren. Und eben, wenn man sich mit manchen Dingen einstellt, also dass ich zwar die Ironie meiner Twitter-Partnerin erkenne, aber sie mit meinen Mühe hat, was ich erst gemerkt habe, als sie das geschrieben hat, also sie nehme mich ohnehin nicht ernst, nicht mehr so ernst. Sie meine das aber nicht böse, aber sie verstünde es einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich mal ein Interview von ihr nachgelesen, wo sie selber von sich sagt, dass sie sehr ironisch und zynisch sei, aber das bei anderen Leuten nicht versteht. Und ich sehe jetzt wirklich keinen Grund, warum man da nicht Rücksicht drauf nehmen soll. Also. Ja. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir schon so ein bisschen in die Schlusskurve einbiegen können, nämlich zum letzten Kapitel, das mir unerhört gefallen hat. Und ich glaube, es ist, wenn Sie das Buch kaufen und sonst nicht alle Kapitel lesen, sollten Sie auf jeden Fall das letzte Kapitel lesen. Es geht um die Diversität der Lebensformen. Darf ich noch eben Werbung machen? Das ist für ein anderes Buch. Die Dame, mit der ich twittere. Das ist so eine Marlies Hübner Verstörungstheorien, die Memoiren einer Autistin gefunden in der Badewanne. Das habe ich mir heute, hat Bruno mir heute geschenkt. Und ich versuche mich da jetzt mal ein bisschen einzulesen. Gut. Okay. Ja. Aber jetzt reden wir noch ein bisschen von deinem. Ja, bitte. Gut. Warum ich jetzt besonders noch über dieses Kapitel oder den Inhalt dieses Kapitels reden möchte, hat damit zu tun, dass ich Peter hier auf eine ganz neue Art jetzt kennenlerne, nämlich als eine Art, als ein Utopist, als jemand, der eine Utopie hat, wie eine Gesellschaft aussehen könnte. Ich kenne dich als eher Realist, als jemand, der sich gegen jede Form von Kulturpessimismus sträubt und nicht, ja, den großen Entwürfen etwas abhold ist. Aber das ist ein Entwurf für die Zukunft. Und da möchte ich jetzt ein zweites Zitat dieses Entwurfs lesen, wie Peter sich das vorstellt und wie ich das mir schon lange
gedacht habe oder gewünscht habe, aber natürlich nicht so aufgeschrieben habe und jetzt natürlich glücklich bin wie jeder, der selber eine Idee hatte und sie dann gelesen findet und denkt, warum habe ich das nicht selber aufgeschrieben? Es leuchtet ein, sagt er, dass ein Nebeneinander von Lebensformen die Problematik von Pathologisierung, Stigmatisierung und Entstigmatisierung zwar nicht beseitigt, wohl aber entdramatisiert. Es hilft, sich in Gedankenexperimenten andere Gesellschaften vorzustellen, in denen eine psychiatrische Diagnose, wie zum Beispiel jetzt Autismus, kein ontologisches Urteil, sondern eine Variante des psychischen Leidens darstellt, auch wenn sie mit einem gewissen Leiden verbunden ist. Und zwei Seiten später schreibst du, was wäre also nun eine Gesellschaft, die uns psychische Gesundheit erleichtert? Eine solcher Art inkludierende Gesellschaft würde, soweit dies möglich ist, und in Klammer, und es gibt gewisse Grenzen dieser Möglichkeit, für sehr unterschiedliche Lebensformen enthalten. Möglicherweise wäre eine Gesellschaft entpathologisierend, die nicht auf möglichst umfassende Inklusion abzielt, sondern ein entspanntes Nebeneinander verschiedener psychischer Lebensformen. Es wäre zum Beispiel hilfreich, wenn man nicht nur immer darauf hinweisen würde, es sei typisch für Autisten, dass sie sich kaum in andere Menschen hineinversetzen können und darüber die Schwierigkeit zu vergessen, die neurotypische Menschen haben, also wir, sich in das Denken und Fühlen von Autisten zu versetzen. Ja. Kann ich, war's das? Hätte ich nochmal. Kannst du das unterschreiben? Kann ich nochmal unterschreiben, ja. Also ja. Ich glaube, es hat ja so Versuche immer gegeben, also mit der Antipsychiatrie sozusagen das Verhältnis von verrückt und normal umzudrehen. Und das waren eben solche Großutopien. Und so utopisch finde ich das jetzt auch nicht, weil es gibt ja zum Beispiel diese zunehmenden Autismus-Dokus. Oder so jetzt diese Dokus über Chronic Fatigue Syndrome und so. Ich glaube, das hat eben, oder dass man Bücher drüber liest, das hat eben etwas Humanisierendes in dem Sinne, dass man nicht sagen muss, in einem kritisch-diagnostisch denunzierenden Sinne, unsere Gesellschaft wird immer autistischer, alle starren nur auf ihr iPhone und das persönliche Gespräch kommt zu kurz, sondern dass man sagen kann, ja, unsere Gesellschaft wird immer autistischer in einem gewissen Sinne, als dass sie technische Möglichkeiten bietet, mit Autisten besser zu kommunizieren, für Autisten miteinander zu kommunizieren, von Autisten mit Neurotypischen. Und das stelle ich mir eben für viele Bereiche vor. Da mache ich auch diesen Kulturpessimismus nicht. Also wenn ich die Hüters und die Spitzers und da kriege ich einfach, das ist wirklich was mich aggressiv auch macht. Und das ist auch so, vielleicht habe ich das früher gar nicht so, vielleicht war das eher eine Art von Verleugnung, aber ich meine, als ich so in Psychoanalyse war, vielleicht habe ich das nur so für mich gedacht und die anderen haben damals schon den Kopf geschüttelt, aber ich meine, es hätte so eine gewisse Zeit gegeben, wo es ganz selbstverständlich war, dass man sagt, ach, ich habe eine Depression und ich bin auch so zwanghaft und so. Wo heute oder schon seit einiger Zeit, wenn man das als ein prominenter Mensch wie ein Torhüter oder so was sagt, spricht zum ersten Mal über seine Depression oder gesteht, dass er depressiv ist. Herr, so und so, ist es nicht sehr mutig? Machen Sie damit anderen Menschen Mut? Wenn man natürlich etwas auf diese Art entstigmatisiert, dann ist es schlimmer, als wenn man seine Hämorrhoiden im Gesicht tragen würde. Also nicht, es fehlt eben dieses, dass man eben auch diese Grenze von,
von Krankheit. Habe ich jetzt eine Depression oder habe ich keine, Herr Doktor? Eben diese Absurdität auflöst, was natürlich auch überhaupt nicht heißt, dass man nicht auch in Behandlung gehen kann. Das heißt ja jetzt nicht, wir sind alle, ich bin okay, du bist okay, es sind alle okay. Ich bin damals ja auch in eine Psychoanalyse gegangen, weil es mir auch scheiße ging aus bestimmten Gründen und wollte das immer. Aber ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass das stigmatisierend ist. Also vielleicht habe ich da auch einen besonderen Tick. Also das mag auch sein. Aber dieses verdruckste, könnte es vielleicht, oder wenn sie das gehört, das ganz schnell in professionelle Hände, eine unbehandelte Depression. Also es ist so wie wenn man von einer Meningitis redet. Also eine unbehandelte Meningitis, das ist schlimm und man sollte möglichst zügig, aber ob man jetzt noch, was jetzt Psychotherapieplätze angeht und wenn es nicht um hohe Suizidalität und so, das ist alles ausgenommen, aber ob man jetzt noch 2 Wochen länger depressiv ist, also ja, es sei denn, es ist jetzt wirklich ein fast lebensbedrohlicher Zustand, ja. Da muss man im Notfall, das wie bei allem anderen, aber ja. Es gibt so einen bestimmten Groove, der sich so entstigmatisierend anhört. Wir reden offen drüber. Es gehört in die Hand des Profis. Und es macht die Sache enger. Ja. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es eine Art von ganz unspektakulärer Entstigmatisierung gibt. Und die hängt auch damit zusammen, dass man sich in vielem wiedererkennt, dass man manches auch gar nicht nachvollziehen kann. Aber ich meine, das macht man im Ausland ja auch, wenn man irgendwas nicht ganz nachvollziehen kann, wie die Japaner sich verbeugen, dann verbeugt man sich halt auch und schlimmstenfalls einmal zu viel. Oder also das ist gar nicht so utopisch. Es hat aber auch nicht dieses naive, jeder muss bei sich selber anfangen, sondern es wäre so etwas, auch wie Medien über so etwas berichten. Und da finde ich den Autismus einfach ein sehr gutes Beispiel. Also das kann ich ja nur bestätigen. Also ich kann nur sagen, wenn wir mit unserem autistischen erwachsenen Sohn spazieren gehen oder wandern gehen, manchmal ist er ganz, merkt man äußerlich nichts an, aber er kann furchtbare Geräusche machen plötzlich oder irgendwie Bewegungen. Und das, was du sagst, das habe ich mir immer so vorgestellt. Wie würde eine Gesellschaft aussehen, wo jemand ihm begegnet und sagt, ja, der ist jetzt halt so. Ich bin halt nicht so, aber er ist jetzt halt so. Und es ist interessant, wie ja Leute auch auf ihn reagieren. Es gibt jetzt schon Personen, würde ich sagen, die Repräsentanten einer solchen zukünftigen Gesellschaft sind. Mhm. Die merken, es gibt Menschen, die merken, ah, der ist ein bisschen anders, vielleicht spinnt er oder ja, das sonst irgendwas ist nicht ganz normal, aber er ist nicht gefährlich. Ja. Und es gibt Leute, die dann ganz normal reagieren und was sagen oder dran vorbeigehen. Da gibt es natürlich Leute, die sich ärgern oder die denken, wie ist sowas möglich, ist der nicht gut erzogen oder was ist mit dem los? Und ich glaube, es ist zumindest denkbar und wünschbar, und das meinte ich mit einer kleinen Utopie, wäre es möglich, sich vorzustellen, eine Gesellschaft, in der dieses Nebeneinander, dieses inkludierende Nebeneinander selbstverständlicher geworden ist. Ja, und dann kann man auch vielleicht von diesem, also zunächst ist mal dieser Begriff der Integration, man muss die irgendwie so mit Verhaltenstraining einpassen, dann gibt es die Frage der Inklusion. Ich glaube, es ist auch vieles inkludierend, aber nebenher muss man sich, glaube ich, auch die Vorstellung machen, dass es auch einfach ein Nebeneinander geben kann. Das gibt es ja auch sonst. Also man hat Nachbarn, die man nett findet, aber mit denen man nicht viel Zeit verbringen möchte. Also Inklusion hat doch immer sowas von einer Daueranstrengung. Und man kann ja auch mal von freundlicher Indifferenz sein. Oder wenn ein Autist zum Beispiel wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht in welchem Alter, also unbedingt auf seinen einen Platz in den Bus und dann Schreianfall
kriegt. Wenn man ein bisschen drüber weiß, kann man einfach auch den Platz frei machen. Und selbst wenn man mal schlecht gelaunt ist und will den Platz nicht frei machen, gut, dann bleibt man halt. Also, ich würde zwar jetzt aufstehen und fände es auch schön, wenn die anderen aufstehen, aber es muss auch eben diese Art von eben einem entspannten Miteinander, gut, nebeneinander, ja, können. Sie merken, wir könnten ewig so weitermachen. Und ich glaube aber, jetzt haben wir genug miteinander geredet. Aber ich finde, es waren alle schön still, gell? Ja, wir, ja, haben uns gut unterhalten können. Wir haben, ja. Aber jetzt möchte ich wirklich hier mal in die Runde schauen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass jemand aus dem Publikum jetzt wirklich, ach, großartig. Darf ich Sie bitten, aufzustehen und laut zu sprechen? Das ist schon ein guter Anfang. Die Sorgen hätte ich eben gar nicht. Also, oder wie soll ich sagen? Also, zum Beispiel jetzt, was den Narzissmus angeht. Es hat in letzter Zeit eben auch so einen Boom von Narzissmusbüchern gegeben, wie man mit Narzissten umgeht, wie man Narzissten wieder los wird. Und das finde ich. Das Zweite ist denn. Ja, das Zweite, ja. Das boomt besonders. Und ja, ist auch, wär gut, so ein Buch. Und das zeigt natürlich, das zeigt diese Mechanismen, die ich auch beschrieben habe, aber für mich zeigt das eher auf eine unangenehme Weise. Also es hat so eine Art von Verdächtigungskultur, was den Narzissmus angeht, gegeben, die mir nicht ganz geheuer ist. Also ich glaube, man könnte viele unglückliche Beziehungen genauso gut damit erklären, dass der andere ein Arschloch ist, ohne dass man diese Narzissmus-Kategorie sozusagen so breit unters Volk streut, wo dann jeder hypochondrisch beziehungsweise denunziatorisch hypochondrisch hinter jedem anderen her ist und sagt, das ist aber narzisstisch. Also ja, das. Aber die Arschloch Kategorie gibt es halt nicht als psychiatrische Diagnose. Nein, aber ehrlich gesagt, also bei den meisten dieser Narzissmusdiagnosen, die ich mitkriege, das ist so unspezifisch. Also natürlich gibt es Egoisten, gibt es Blender und gibt es blenderische Egoisten, aber die Diagnose, das jetzt noch narzisstisch zu nennen, sie bringt nicht viel mehr Erkenntnisgewinn, außer jetzt ein bisschen vornehmere Beschimpfungswort zu haben. Gut, ich habe hier eine Wortmeldung. Sie, glaube ich. Ja, also ich glaube, de facto gibt es den Graubereich. Und das ist eben das Schlimme jetzt gerade beim Autismus. Also ich habe jetzt auch nicht alle psychiatrischen Diagnosen durchdekliniert, sondern so ein paar genommen, die mir irgendwie interessant erschienen in bestimmten Bezug auf bestimmte Gesichtspunkte. Und ich glaube, der Autismus, der ist ja aus der infantilen Schizophrenie als eine neue Diagnose entstanden.
Dank Bleuler hat man das nicht nur als einen Abbauprozess und so verstehen können und so weiter und so weiter. Also das hat schon gute Vorlagen bevor dann Asperger und Kanner das jetzt tatsächlich enger gefasst haben, gegeben. Aber de facto ist es, glaube ich, so, dass Autisten, die nicht im High-Functioning-Bereich des Spektrums sind, dass die es sehr schwer haben, besonders wenn sie nicht lautsprachlich kommunizieren können, aus diesem Vorurteil oder aus dieser scheißigen Behandlung als kognitiv behindert verstanden zu werden. Also wenn Sie mal schauen, ich habe heute nicht mehr drauf geschaut, es gibt einen Idiotenblog, müssen Sie googeln, vielleicht heißt der auch www.idiotenblog.ch, vielleicht einfach nur Idiotenblog. Das sind eben Autisten, mit denen ich mal eine Zeit lang gechattet habe und auch ein Vorwort für so ein Buch, was sie gemacht haben, so ein kurzes Vorwörtchen geschrieben habe. Die treffen sich alle zwei Wochen so zu gestützter Kommunikation, so mit Tipp und mit Bildcomputern und so weiter. Und da bin ich dann einmal hingegangen, weil ich Fragen von ihnen in einer Kolumne beantwortet habe und sie wollten mich mal gern kennenlernen und ich sie. Und wenn man die zum ersten Mal sieht, hat man wirklich den Eindruck, man ist in einer Psychiatrie von der eine mit Windeln, der andere mit laufendem Tick, der eine schreit, der andere greift immer zum Kaffee, können alle nicht sprechen. Und man hat den Eindruck, das sind jetzt also wirklich schwerst geistig behinderte Menschen, die man auch entsprechend behandeln muss. Das, ihre große Behinderung, dass sie eben sehr viele motorische Einschränkungen haben, ist selbst, dass das Tippen sehr mühsam ist. Aber eben wir haben uns auf diese Weise über Inklusionsfragen, über Kategorisierungen und sonst was unterhalten. Aber die treffen sich alle zwei Wochen für diese zwei Stunden bei der Frau, die eben diese gestützte Kommunikation macht. Wenn die in ihren Heimen sind, kleben die Tüten oder machen irgendwie und die träumen davon, Journalisten werden zu können, zum Beispiel. Also, und ich schätze, das werden nicht die einzigen vier sein, die man auf diese Art abgeschoben hat. Und da, glaube ich, gibt es gerade beim Autismus wirklich eine Art von, nicht Psychiatrie, aber Verwahrinstitutionalisierung, die jetzt außer kalte Wannenbäder und solche Geschichten wirklich finsterstes 19. Jahrhundert ist. Und auch von Diagnosen, also das ist wirklich Hanebüchen. Also. Dort ist eine Frage. Wenn es geht. Weil Inklusion in der, eigentlich im gesamten Spektrum derjenigen, die sich damit beschäftigen, ein fest etablierter Begriff ist, so wie Integration und eben etwas ganz anderes meint als Integration. Also Inklusion ist ein Gegenmodell zur Integration und insofern einfach ein Fachbegriff, ja, also ein fest etablierter in der Pädagogik, in der Sozialpädagogik, Heilpädagogik und so. Also es ist ein klarer Begriff, der eben den der Integration abgelöst hat. André, bist du irgendwo? Gibt es Fragen aus dem... Keine? Gibt es hier noch weitere Fragen? Das guckt keiner, Bruno.
Nein, nein. Das ist jetzt eine pessimistische Diagnose. Vielleicht war alles erschöpfend auch. Mehr als erschöpfend. Integration ist auf ein behindertes Individuum gerichtet. Also man versucht, so einem behinderten Menschen möglichst viele Teilnahmemöglichkeiten dadurch zu schaffen, dass man eben zum Beispiel solche ABA-Therapien macht, dass also ein Autist auch besser lernt, Smalltalk zu machen. Es gibt ja teilweise auch, man weiß nicht, wie man es finden soll, aber auch herzige Videos, zum Beispiel von so einem eingeübten Gespräch, ein Autist trifft seine alte Lehrerin und die fragt dann, ja, wie geht's denn so? Und dann lernt er so eben, wie man so auf solche Alltagsgespräche eingeht. Ich bin da sehr gespalten. Ich müsste wahrscheinlich so einen Kurs auch mal machen. Inkludierend würde jetzt heißen, dass man Bedingungen schafft, gesellschaftlich, technisch, alles Mögliche, die eben auch von der Gesellschaft, von der sozialen Seite her diese Behinderung möglichst wenig einschneidend macht. Es gibt, wenn Sie sich so Videos angucken, es gibt so ein eigentlich grässliches Inklusionsvideo, weil das so propagandistisch ist. Also da streichen welche ein Haus und der Kleinwüchsige, der streicht eben die Fußleisten, der zu groß geratene streicht die Decke und alles ist natürlich wunderbar. Und darum hat eben der Inklusionsgedanke, das sehen Sie auch bei der Abschaffung der Sonderschulen. Und da geht es eben darum, also nicht segregieren und über die Absonderung dann wieder integrieren, sondern alle zusammen. Das hat auch teilweise, ich kenne es mehr aus Deutschland noch, weil ich mich da dann mal mit beschäftigt habe, das hat auch so ein bisschen unangenehmen ideologischen Groove. Also alle zusammen und dann lernt doch jeder, wie toll es ist, mit einem mehrfach behinderten Autisten umzugehen. Da wird zum Beispiel auch nicht dran gedacht, dass Kindern das auch Angst machen kann, dass sie Angst haben, was falsch zu machen und all so Geschichten. Also darum würde ich Inklusion auch nicht kritisch sehen, aber man kann Inklusion auch über die Köpfe der Betroffenen hinweg betreiben. Und eben, man kann Inklusion jetzt auch softer begreifen, also dass es eben auch für einen Autisten möglich sein muss, sich abzusondern. Oder man kann eben so eine Art von Brachial-Inklusion machen. Es müssen doch jetzt alle immer. Und das gibt es halt in verschiedenen ideologischen Abstufungen. Wäre das jetzt ganz... Hast du noch etwas zu sagen? Ja, der Begriff... Ja, das stimmt. Ja, klar. Ja, daher kommt, also nicht nur daher kommt, also da gibt es den Begriff natürlich auch mit den Migranten und dem Inkludieren. Und ich glaube, man darf auch nicht eine falsche Opposition dazwischen aufmachen. Also es hat wirklich so verhärtete, also eben in Deutschland vor allen Dingen, ich glaube in der Schweiz ist alles etwas milder da mit der Heilpädagogik, hat wahnsinnige
Schützengräben dazwischen gegeben. Und ich glaube, es sind ja, Integration ist ja nicht nur eine Zwangsmaßnahme, sondern es gibt ja auch zum Beispiel vom Individuum her oft eine gewisse Lust an einem Mimikry, sich also eben wie der Ethnologe, der gerne rausfindet, wann verbeugt man sich wie, ist eine integrative Leistung, aber hat nichts damit mit dieser Leitkultur, mit dieser herrschaftsorientierten Leitkultur zu tun, die den Leuten aufgedrückt wird, sondern hat eben sowas mit so einem Oszillieren oder mit einem ineinander übergehen zu tun. Wäre vielleicht möglich, dass man, also jetzt alltagssprachlich, dass man sagt, von einem zwanghaften Miteinander, was eher die Integration anstrebt, zu einem zwanglosen Nebeneinander. Zum Beispiel, ja. Was aber auch dann wieder ein zwangloses Miteinander. Ja. Aber eben dieser Inklusionsgedanke hat so etwas, so einen aufgeladenen Pfadfinder-Groove von wir alle miteinander. Wenn man den wegnimmt, ist Inklusion komplett okay. Also man ist einfach innerhalb eines Staatsgebietes, ist man ohnehin inkludierter Staatsbürger und dann muss auch gut sein damit. Gut. Ich schaue in die Runde. Ja, hier gibt es noch eine Frage. Ja, man kann den Autismus nicht analysieren, aber Autisten sind so analysierbar wie Homosexuelle auch, also und Heterosexuelle auch. Und da glaube ich, ist es mehr ein technisches Problem. Ich glaube nicht, dass eine Analyse eben mit so einem, na, wie sagt man, mit gestützter Kommunikation funktionieren würde. Also, oder man müsste sich ganz was Neues dafür ausdenken. Und warum mich sonst der Autismus interessiert, ist, glaube ich, weil erstens mag ich Autisten irgendwie, so wie man ja auch so seine Vorlieben hat. Und zweitens glaube ich, dass Autismus ein Zustand ist, bei dem die Psychoanalyse sehr großartig versagt hat. Und ich finde es eben interessant, das ist, glaube ich, auch, das ist etwas, was mich immer interessiert. Ich kann nicht sagen, ich mag Autisten, weil die so total sympathisch sind. Manche gehen einem auch total auf den Keks. Und die andere auch. Bitte? Wie andere auch. Eben, wie andere auch. Und Spezialinteressen können einen auch interessieren oder können einen furchtbar ermüden. Aber was eben sehr interessant ist, und das finde ich, ist so was Alltagsethnologisches, warum interessiert sich ein Ethnologe für den Stamm der ich weiß nicht was? Eben, vielleicht aufgrund so einer intellektuellen Integrationsleistung, dass man irgendwie Freude dran hat, etwas, was einem sehr fremd ist, zunehmend zu verstehen. Und das muss ich, also das ist vielleicht auch eine eigene Erfahrung von mir. Ich bin vor knapp 40 Jahren nach Zürich gekommen und ich muss sagen, dass mir das mit der Zeit einfach auch Spaß gemacht hat, irgendwie rauszufinden, wie das auf Berndeutsch ist oder warum das da anders ist. Und das ist jetzt ein geringer kultureller Unterschied. Aber das ist bei den Autisten vielleicht auch so. Also man ist in vielem, kennt man Sachen doch, muss gleichzeitig anerkennen, dass man eben kein Autist ist. Also es ist nicht so wie der Ethnologe, der zu den Indianern geht und sich gerade ein Indianerkostüm anzieht und sagt, ich bin jetzt auch euer Unterhäuptling oder so. Aber dass man eben merkt, wie Dinge ähnlich sind, wie Dinge fremd sind und da irgendein Genuss rauszieht. Also ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch immer
Jetzt wird es peinlich. Es gab früher die Rowohlt-Reihe Neue Frau mit so feministischer Bekenntnisliteratur. Ich habe das Zeug verschlungen, weil mich das irgendwie... Ich habe auch früher die Brigitte meiner Mutter immer gelesen. Ja? Menschenarten. Menschenarten, ja. Kennenlernen. Schön. Ich habe so irgendwie das Gefühl, es wäre jetzt Zeit, hier eine Zäsur zu machen. Sie wollen ja das Buch auch noch kaufen. Aber hast du noch eine Botschaft? Ja, natürlich, wegen dem. Aber bevor wir das machen, nein, ich meine, hast du noch eine Botschaft? Nein, ich habe keine Botschaft mehr. Gut. Das Buch. Ich habe heute noch ein Mail bekommen von Nina Hesse, die hier mir gegenüber sitzt. Zufällig oder eben auch nicht zufällig hat sie ein Projekt, ein Theaterprojekt, das sehr gut zu unserem Thema passt. Und ich möchte ihr gerne jetzt das Wort erteilen oder der Crew hier das Wort erteilen, um kurz auch für sich zu sprechen. Können wir das? Ja, klar. Kann man das? Gut. Nein, ich meine jetzt epidemiologisch. Oder ich mache es einfach ohne Mikrofon. Ja, genau. Also, es wird ja auch ganz kurz sein. Also vielen Dank, Bruno, dass ich auf diese Veranstaltung hinweisen darf, die nämlich schon nächste Woche stattfindet im Kulturmarkt Zürich. Und zwar wird das Schalktheater Zürich wird ein Kurhotel Bella Norma inszenieren. Und in dem Kurhotel Bella Norma dürfen sich die Zuschauerinnen dürfen ihre Normalität behandeln lassen. Und diese Normalität dürfen sie behandeln lassen von Ärztinnen und Ärzten mit einer psychischen Diagnose. Also ich hoffe, ja. Ja. Das klingt, genau, als wenn Bruno und ich mitspielen. Super, super. Genau. Also, können Sie sich das merken? Schalktheater, habt ihr eine Website? Wir haben eine Homepage. Gut, genau. Schalktheater. Also nächsten Dienstag im Kulturmarkt, Premiere und dann 7 Vorstellungen. Gut. Ich hoffe, dass ich Homepage schalktheater.de. Schalk, wie Schalk. Ich werde nachher auch noch ein paar Flyer. Das wäre super, das wäre super. Gut. Ich würde gerade sagen, wir also, Buch kaufen, genau, mit dem Flyer. Genau, dazu. Genau. Flyer zusammen. Genau. Also, ich möchte mich herzlich bedanken bei Peter. Komm, sitz doch noch mal hin, sonst habe ich schlechtes Gewissen. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Ich habe all meine Fragen auch. Erfüllend, erschöpfend, auch die Fragen der Gäste sind erschöpfend beantwortet. Ich möchte noch was sagen, das hatte ich am Anfang vergessen, weil wir das so ernst nehmen mit den Corona-Auflagen. Sie haben gesehen, wir haben hier ein bisschen, also einige von Ihnen haben ja eine Maske an, das ist jedem selber, obliegt jedem selber, ob das will oder nicht will, aber wir haben gewisse Abstände. Wir dürften eigentlich 300 Personen dürften wir in unser Forum hier einlassen. Wir haben uns beschränkt auf, glaube ich, wie viel sind wir? 140. Damit, machen wir es morgen nochmal. Ja, damit Sie auch sich nicht so eingeengt und so irgendwie bedrängt fühlen. Es war schön, ich habe gespürt, Sie waren mit Interesse dabei. Ich hoffe, wir waren nicht zu langatmig. Oder ich. Und sonst können Sie den Rest im Buch nachlesen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Der Büchertisch ist dort auf der Seite. Danke. Und, danke fürs Kommen. Und Peter wird sehr gerne das Buch noch signieren. Stimmt? Ja. Gut.